Hallo alle zusammen. Wir beginnen heute mal wieder am schönsten Bahnhof der Welt. Meine Nase ist gehighlightet und das bedeutet, ich gehe irgendwo hin. Und zwar gehe ich heute zu Gazette nach Köln. Das ist die dümmste Idee, die ich jemals hatte unter diesen Umständen. Das Traurige ist halt, ich habe wirklich keinen Plan, was ich die Zeit nach Köln jetzt machen soll. Weil schlafen werde ich wahrscheinlich nicht können. Die Motivation steigt eben auch mit jeder Sekunde, wo ich auf den Zug warten muss. Ich kann euch ja mal erzählen, wie ich das so geplant habe. Also ich fahre jetzt mit dem Zug nach Nürnberg und dann fahre ich nach Köln. Also die Hinfahrt ist kein Problem. Ich bin so um 14 Uhr in Köln, jetzt ist 7 Uhr irgendwas. Aber die Rückfahrt wird lustig, weil ich bin um 7.20 Uhr oder so in einer Stadt in meiner Nähe von meinem Zuhause und um 8 Uhr muss ich auf Arbeit sein. Ich werde bis um 3.19 Uhr am Bahnhof verbringen. Das wird super. Aber immerhin glitzert mein Highlighter. Das ist das einzig glitzernde in meinem Leben. Ich frage mich immer, warum ich Nähzeug mitnehme. Jetzt weiß ich es. Ich sitze noch immer im Zug. Ja, das passiert gerade. Weil ich bin jetzt noch über eine Stunde im Zug und ich bin alleine. Ja, ich kann euch nichts Lustiges bieten. Tu wieder Punk spielen, wie jedes Mal. Das ist jetzt sehr lustig und sehr produktiv. Ja, es sind schon voll viele Leute da. Irgendwie schreit er da drin gerade? Schreit Ruki da drin gerade? Das klang gerade so. Also ich sitze jetzt hier und ich bin nicht mehr alleine. Also da geht's hoch und anscheinend gar nicht. Es regnet. Yep, das passiert gerade. Ich bin heute wieder sehr strukturiert hier. Ich habe mein halbes Haus im Rucksack. Das ist ja, hier fahren ständig Leute vorbei, die blöd gucken. Hat jetzt gerade geregnet, jetzt regnet es wieder nicht. Die Band hat da drin gefühlt 20 Mal Falling gespielt und ich freue mich voll. Die Motivation steigt! Die Motivation steigt! Macht überhaupt keinen Spaß hier. Mann, wenn es scheiße wird, gehen wir einfach an die Bar. Abonniert alle den Drachenlord. Metal-Leute, Servus und Scheiße. Und herzlich willkommen hier vor Gazette. Ich bin jetzt in der Halle, es fühlt sich, das sind Menschen. Das sind Menschen. Das sind Menschen. Es wird ernst, es wird ernst, es wird ernst. Wir sind schlecht. I didn't film this time because it was the wish of the band and I respected it. A few people didn't and that was pretty annoying, but the people from the venue told them to stop, which was a really good thing. Habt ihr ein Endfahrt? Ja, Zeichensprache sagt mehr als Worte. Voll fertig. Ja, war ganz cool. Ich versuche jetzt motiviert zu wirken. War ganz cool. Dieses dezente Gefühl von tschüss, ebenfalls von nach dem Konzert, das ist immer so. Ja, guten Tag, es ist ein sehr tolles Konzert in der Cosplayer. Und wir laufen jetzt zurück. Ich versuche gerade motivierter zu klingen. Ja. Ein bisschen kurz wollte ich dazu noch sagen. Also es war schön, aber gut, es war ganz cool. Nur sie waren ziemlich lange weg von der Bühne und
Wir haben dann schon angefangen, irgendwelche Ex-Chipan-Witze zu machen, von wegen, ja, Gazette war jetzt nur die Vorband und Ex-Chipan kommt mit einem neuen Album, wenn sie wiederkommen, so nach dem Motto. Ja. Aber die brauchen auch Pause. Ja, natürlich brauchen die Pause. Ich kann das Kühl aus deinem Hals raus, weißt du? Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich mach gerade meine Endrezession und ihr tut sie schon wieder crashen. Ja, natürlich müssen sie Fisch machen. Es sind noch neue Fans jetzt hier. Ich habe noch eine halbe Stunde hier und ich will hier nicht mehr sein. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass ich arbeiten muss. Und das sind jetzt noch ein paar andere Fans aus Ungarn. Die final words because of the concert. Follow and subscribe. It was actually really good. I really liked it. That's okay. Ich bin jetzt im Zug zurück und ich sehe perfekt aus, muss man mal ehrlich so sagen. Gott, ich muss mich jetzt abschminken. Ich kann jetzt ein bisschen schlafen und später muss ich dann arbeiten, um 8. Deshalb Deutsche Bahn so, es ist 4 Uhr früh und ihr müsst jetzt alle den Zug verlassen, weil Gründe, technische Störung und so. Oh Mann, ich bin so fertig. Ich habe nicht mal einen Plan, wo genau jetzt, aber ich denke jetzt einfach mal hier. Ich hoffe, dass das was wird. Ja, also meine Müdigkeit hält sich gerade in Grenzen, auch wenn meine Augenringe dagegen sprechen. Für mich ist es immer besonders schwer, wenn man von normaler Zivilisation wieder in sowas muss wie hier. Das fühlt sich kacke an. Ja. Was will man machen? Ne? Ich bin jetzt endgültig zu Hause. Ich werde jetzt schlafen. Es war ein schönes Konzert. Also ich muss wirklich sagen, es war schön. Es hat mir gefallen. Sie haben auch ganz viele Lieder, also eigentlich einige Lieder gespielt, wo ich jetzt gedacht habe, okay, es wäre cool, die live zu hören. Es wird nie die Setlist gespielt, die man halt selber im Kopf gerne haben möchte, ist ja auch logisch. Ich hätte es noch cool gefunden, hätten sie Distress und Coma gespielt. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss. So, ein paar Worte meinerseits noch. Ihr habt gesehen, ich bin alleine auf das Konzert gegangen. Es war nicht geplant, dass ich mich mit irgendjemandem konkret treffe und ich bin trotzdem nicht alleine geblieben. Wie ich schon gesagt habe in meinem Video, geht auf Konzerte, ihr werdet Leute kennenlernen und es wird auch schön sein. Ich war den ganzen Tag jetzt ein bisschen müde, ich hatte ohnehin nur 2 Stunden Schlaf, aber es war es wert, auch wenn ich danach arbeiten musste. Und geht auf Konzerte, macht eure Erfahrungen, weil es war einfach schön.